Am romantischen Lagerfeuer hier in diesem gottverlassenen Dreckskaff geht's wieder los mit Folge 139 in Borderlands 2 DLC Tiny Tina's Assault on Dragonkeep. Und wir haben die Aufgabe, mit den Dorfbewohnern zu sprechen. Und seit wann bringe ich eigentlich so hochprofessionelle Anmoderationen und Abmoderationen, die in den Kontext des Spiels passen? Verstehe ich auch nicht. Wahrscheinlich der DLC, weil du den so geil findest. Ja, das kann sein. Ich bin selber von mir verwirrt, aber wir reden jetzt mal mit, weiß nicht, wie, hat keinen Namen. Zombies. Die Königin wird vermisst. Oh no. Ich weiß ihre Leibwächterin Eleanor, wohin sie entschwunden ist. Wenn die Königin nicht zurückkehrt, werden wir niemals wieder die Sonne sehen. Klingt so, als müssten wir diese Eleanor finden. Die Leibwächterin ist nicht da. Oh, Entschuldigung. Hab vergessen, ihre Spielfigur aufs Brett zu stellen. Rups. Sieht aus, ach, du als hätte ein Problem. Ich klopp ihr Problem. Ich rede mit ihr. In meiner Rolle natürlich. Wer spielt eigentlich Lilith? Doch. Ja. Also wir wissen, dass Kevin, Brick ist. Die anderen haben sich nicht verteilt. Es war noch ein der Kommandotyp auf dem Set. Nee, die richtigen Charaktere, die da spielen. Also einer wird von Mordecai gesteuert und einer ist ja Lilith. Robert, wer möchtest du sein? Möchtest du der Verdrossene? Wobei Mordecai eigentlich viel besser zu Kevin passt. Ich würde Brick Tartar sein. Gut, na dann tauschen wir die Rollen. Brick durfte die Sirene nicht nehmen und hat den... Was bist Salvador. Du? Den Gunsurker genommen. Mordecai spielt Kevin und ich bin Lilith. Das passt nämlich ganz gut, weil das genau die Charaktere sind, die wir in Borderlands 1 hatten. Lang, lang ist her. Ich grüße euch, zartes Mägdelein. Sagt mir, was betrübt euch? Die Königin ist verschwunden. Sie ist in den Wald gegangen, um der Welt das Licht zurückzubringen. Wo ist sie denn hin? In Wald. Sie sagte irgendwas davon, dass sie den Fluch mit Hilfe des Baums des Lebens brechen will. Bestimmt ist sie dorthin. Und so wurde eure Bestimmung klar. Ihr müsst in den dunklen Wald gehen und der Königin helfen. Ein zartes Mägdelein. Robert, du leckst. Aber halb so wild. Ich dachte, ein zartes Mägd, sie bestimmt nicht. Ach, das liegt alles im Auge des Betrachters, Robert. Schönheit liegt immer im Auge des Schinkens, des Menschen. Was? Kennst du nicht diese alte Weisheit? Nee. Von Feng Shui? Feng Shui. Schönheit liegt im Auge des Schinkens. Ich war gerade ein bisschen abwesend, weil ich mich umgestylt habe. Also. Ach so. Zeig mal her, wie siehst du denn jetzt aus? Nicht da. Na, da würde ich den Friseur aber verklagen. Na, auf geht's. Na, lol. Ihr lauft falsch? Ja. So halb. Korrekt. Kurva. Gesundheit. Danke. Wo sind Sie, Roberto? Ach, da hinten. Der spielt immer noch, ne? Ja, aber der beendet jetzt, oder? Ja, nach der Saison hat er gesagt, angeblich. Eigentlich darf niemand mehr in den Wald, seit es dunkel wurde auf der Welt. Aber der Torwächter ist leicht rumzukriegen. Sagt ihr einfach, dass ich euch geschickt habe. Tipp, da haut er uns die Tür gleich vor die Nase. Das ist Ellie kennt noch jeder? Das ist echt so, die ist hier. Robert, kennst du noch Ellie? Was? Sie? Ellie! Klar, die kam doch. Oh Gott, kam die vor? In der Wüste. Ja. Am Borderlands 2, ha? Ja. Charakter ist eins. Das ist die Schwester von... Ne, hier vom Dings hier, vom Automann. Bruder. Ja, genau, sag ich doch. Naja, wir müssen ein bisschen Charakterkunde hier machen. Also, Robert hat Kevins Charakterklausur bestanden. Naja, mit Hilfe, ich wusste den Namen nicht. Ja, und wessen Mutter gehört zu Scooter und Ellie? Moxie. Moxie ist die Mutter? Moxie ist die Mutter von Ellie und Scooter, ja, ist richtig. Oh Gott. Ja, hier? Ach nee, das war der andere. So, hier, ja. Torwächter des Grauens. Devlin. Ja, die Devlin Königin ist in den Wald gegangen. Aber es ist zu gefährlich, da alleine reinzugehen. Sind ja auch zu dritt. Ich werde euch gleich... Häuschen, das ist meins. Ich muss kurz rangehen. Tina hier. Hier, Mr. Tork. Okay. Oh, echt geil. Der Fantasie! Ich bin also Torwächter. In dem Fall müsst ihr eure Bettessigkeit unter Beweis stellen, um an mir vorbeizukommen. Erste Aufgabe: Jagt den Aufklärungszeppelin der Stadt mit einer Feuerwaffe in die Luft. Einfach so.
Alles klar, hat jemand eine Feuerwaffe? Ich habe eine. Ja, ich habe auch eine. Das trifft sich gut. Ja, ne? Ja, welche Richtung müssen wir denn? Na, einerseits hier rechts. Ich würde sagen, wir machen erstmal Richtung rechts. Oh Gott, ich wollte gerade. Das war's. Oh Mann. Getroffen. Toll. Wir sehen. Oh geil. Das war's schon? Naja, einen haben wir noch. Das musst im Endeffekt nur die Lunte in Brand setzen und schon ist die Geschichte erledigt. Das ist halt so typisch Mr. Talk-Style. Das funktioniert eben jetzt nicht. Was, Propan? Mhm. Hab ich den jetzt gekriegt? Eine Skin-Anpassung, wofür denn? Aus Gründen. Catch a ride, schade. Da drüben ist der Anfangspunkt, alles klar. Man muss quasi das Seil zurückverfolgen, ja? Reverse Engineering. Aber du musst sozusagen, also kannst nicht in der Mitte auf die Lunte schießen, wäre ja auch zu einfach. Nee, das funktioniert glaube ich nicht. Aber ich habe verfehlt. Ich habe schon wieder verfehlt. Na, lass mich mal ran. Jetzt geht's los. Okay. Nicht so viele Touristen. Wir haben gerade die einzige Möglichkeit der Stadt zerstört, herannahende Gefahren zu erkennen. Warum? Fantasie! Das ist so geil. Mr. Talk, einfach mal. Das ist Robos neuer Best Buddy hier im Spiel. Alles klar, der DLC ist gerettet, das ist schon jetzt geil. Nur weil Mr. Talk vorkommt. Ja, wart erstmal das Ende ab, Kevin. Das Ende kann alles versauen. Alles! Ja, ist halt echt so. Ja. Alles. Es kann dir selbst die Marmelade auf dem Brötchen schimmeln lassen. Moment mal, diese Stadt hat keine Taverne. Okay, ihr seid in der Taverne. Gut, was könnte das aber jetzt noch versauen, wenn Mr. Talk sterben wird oder so? Ich glaube, dann wird er der Robert quitten. Die Wirtin hat ein Problem. Spricht mit ihr. Hey, Baby, die Wirtin. Ich bin bestückt wie ein Kammermonster. Robert, die Wirtin ist... Ihr meint also, euer Ding ist schwer zu finden und letztendlich eine Enttäuschung? Das hat sie auch gesagt. Okay. Hier, Moxerino. Hey, Abenteuer. Es ist Feierabend, aber diese Idioten wollen nicht gehen. Könntet ihr sie rausschmeißen für mich? Und packt sie euch derbe an. Oh, jawohl, Moxi. Habt ihr schon dieses anmutige Gemälde von Marcus an der Wand gesehen? Hey, Baby. Ja. Ich bin bestückt wie ein Kammermonster. Okay, es tut mir leid. Ich lass auch keine dummen Sprüche mehr los. Gehst du bitte auch raus? Das ist nicht akzeptabel. Jagt ihr! Den sollen wir jagen. Alles klar. Das ist eigentlich Roberts Aufgabe, wenn er Priktator ist. Ja, wo ist er denn? Na, der rennt. Der rennt? Oh, entschuldige, Kevin, ich hab dir gerade meine Waffe ins Genick geschmissen. Naja. Du kommst damit klar, ne? Naja, es passiert schon mal mit der Aufregung. Ich schneide ihm den Weg ab. Ich schneide ihn auf, schneide ihn auf. Ich will gar nicht wissen, wen du wohin. Also, naja. Bam! Tina, das ist voll bescheuert. Talk versaut dir dein ganzes Abenteuer. Oh, ich hab meinen Spaß. Ihr seid nun bereit genug, um den Wald zu überleben. Das war ja leicht. Ich hab Crazy Owl gefunden hier. Wo denn? Hier bei mir. Ich akzeptiere nur Seraph-Kristalle. Ah. Geh und töte einen Wächter-Seraphen. Oh, Kammerjäger, dann reden wir weiter. Es gibt in jedem DSC einen Crazy Owl. Es gibt in jedem DSC auch einen Wächter-Seraphen. Da hast du recht. Ja, Robert. Robert in dem letzten. Wir haben ihn nicht besiegt gekommen. Wir haben noch keinen Wächter-Seraphen besiegt. Ach so. Man mit Level 50 besiegen kann. Ach, da gibt's in jedem DLC einen. Yeah. Ja. Gott. Nee, Wächter Seraphen. Keine Götter. Obwohl sie so stark sind wie welche. So, Torginator. We did it. Eben wurde mir klar, dass wir uns gerade zum ersten Mal persönlich begegnen. Ihr seid echt attraktiv. Danke. Neue Mission. Ich will, dass ihr den Ozean in die Luft jagt. Schaffst du ihn uns bitte vom Hals? Also gut. Mr. Talk, ich verbanne dich. An den Pranger. An den Pranger? Warte! Ich bin jedenfalls Devlin, der Torwächter. Ich werde euch Zugang zum Wald gewähren. Ihr werdet die Schrecken des Waldes nicht alleine überleben. Ich werde mich drinnen zu euch gesellen und euch als Führer dienen.
könnt ihr mich als Führer anbieten. Hier, ich würde fast sagen, wir gehen nochmal in die Stadt zurück. Ja, da gibt es nämlich jede Menge Quests, die ich alle gern mitnehmen würde. Also irgendwie ist der DSI heute ganz schön in die Rollrichtung. Ich bin mir auch nicht sicher, wie das geschehen konnte. Oh Mann. Der Robert zeigt sich halt auch nicht von seiner gesprächigsten Seite, muss ich sagen. Halt wirklich, ich kann das eher nicht so rollen, von daher probiere ich es gar nicht erst. Du kannst auch normal reden, lieber Robert. Hauptsache, wir hören ab und zu mal deine Säuselstimme. Meine Säuselstimme? Ja. Das ist übrigens eine Attacke für Pokémon. Das ist richtig. Das ist echt jetzt? Ja, und die heißt Säuselstimme. Und die nennt was wie Heule oder was? Nee, die richtet Schaden an. Ich glaube 40. Ja. Hier gibt's eine Quest. Quest? Was machen wir die von Monster? Ah, Charakterkunde, woher kennen wir den? Ach, Robert, komm! Das ist Sir Reginald von Bartlesbury. Ach so, nee, ich war ja nicht da. Ach so, ne. Woher kennen wir den denn? Aber das hätte ich jetzt auch nie erkannt. Ihr seht Sir Reginald von Bartlesby, Aristokrat und Rätselmeister. Wenn ihr eine von seinen harten Kopfnüssen knacken könnt, kriegt ihr eine Belohnung. Jo. Seid ihr gegrüßt, Abenteurer. Ich habe ein Rätsel für euch. Ich bin alle und ich bin niemand. Überall, nirgendwo. Wie nennt man mich? Würfelt alle eure Einsichtwerte, um zu sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Ich werde das Rätsel wiederholen. Ich bin alle und ich bin niemand. Überall. Brick, knall die Würfel nicht so auf das Brett. Du hast Tinas Figur kaputt gemacht. Ups. Du hast gewonnen. Yay. Was ist denn jetzt die Lösung? Anscheinend der Würfel. Na toll. Benutzen. Was war denn die Antwort auf das Rätsel? Keine Ahnung. Super. Es ist doch der Wahnsinn. Keine Ahnung. Das ist einfach nur. Weiß ich nicht, ich finde das cool. Okay. Ich muss es rausfinden. Okay, Google. Ich bin alle und ich bin niemand. Ich bin überall und ich bin nirgendwo. Mal gucken. Und der Mensch? Nee. Ist bestimmt irgendwas total Banales. Oh, mein Wifi ist so schlecht heute. Wifi? Wifi. Ich würde ja mal mit Moxie reden, hab ich gerade übel Bock drauf. Wer macht das? Das ist doch nicht die Lösung des Rätsels. Wo ist denn der Matze? Kann ja nicht mit Moxie reden, sonst sehen die Zuschauer ja nie, um was Gotteswelt.de, ach du Scheiße. Kommen Sie mal hierher. Ich bin ja auf dem Weg, ich... Können wir dann in der Aufnahmepause machen und dann in der nächsten Folge. Das werden wir sowas von vergessen. Nein. Okay. Ich spiele erstmal im Automaten. Ist auch witzig, hier gibt es zwar Rätsel, aber die Lösung nicht. Ich hab gewonnen. Was bist du jetzt, Matze? Wo seid ihr denn? Bei Moxie. Was wollt ihr denn da? Eine Quest annehmen. Oh. Nehmen die jetzt einfach mal an, dort wird nicht viel passieren. Kämpfe nie mit leeren Magen. Postkrumpokalyptisch. Zeiten sind hart, Schnurzelchen. Seit der Hexer seinen Krumpokalypse-Zauber gewirkt hat, wird das Essen immer knapper. Falls ihr unterwegs über irgendwelche Crumpets stolpert, seid so lieb und sammelt sie ein, ja? Warte, wir können der Stadt bloß Crumpets bringen? Tina, du weißt schon, dass es auch andere Dinge zum Essen gibt, oder? Du hast doch nicht ernsthaft die letzten paar Jahre von Crumpets gelebt, oder? Die sind nach jedem anzüglichen Mund und jedem an. Moxie hat noch eine zweite Mission. Schweres Versagen. Du bitte. Danke, dass ihr euch um diese Arschgeigen gekümmert habt. Ich habe vielleicht irgendwo in der Nähe eine Art Waffe für euch rumliegen lassen. Schnappt sie euch, Honigbärchen. Oh, Moxie hat jetzt Honigbärchen genannt. Da stehe ich drauf. Jetzt warte aber bitte mal da. Ja, ich bin dazugestoßen. Ich bin die ganze Zeit drin. Ist okay, Kevin. So, ich rede hier noch mit dem zarten Mägdelein. Ja, na, da läuft doch was zwischen. Die Königin zählt auf euch. Ellie in glänzender Rüstung. Ich hab ein Problem. Ich soll diese Stadt hier bewachen, aber ich hab keine Rüstung. Könntet ihr mal in den Wald gehen und etwas finden, das diesen ganzen prächtigen Leibesumfang schützt? Ja. Wie wär's mit Zelt? Einem Zelt. Aus. Eine Backsteinwand. Eine haben wir noch. Ich geh zu Mr. Talk.
Oh, wo? Naja, Männer gehören ins Fitnessstudio. Also, ich hab da eine sweet-ass Quest für euch. Als erstes... Torg, was willst du überhaupt im Spiel? Wir wissen doch alle, dass Geek-Zeugs dich nicht interessiert, Muskelbubi. Was? Ich darf Geek-Zeugs nicht mögen, bloß weil ich auf meinen Körper achte? Diskriminierung! Könnten wir diesen Poser bitte loswerden? Mädels, Mädels, ich habe eine Idee. Abenteurer findet die drei verborgenen Fragen wahrer Geekigkeit. Torg, rätst du die Antwort auf meine Geek-Fragen-Dreie? Dann bist du auch bei dem Spiel dabei. Welch rein? Ist echt gut für die Arschmuskulatur. Alles klar? Der Call ist raus. Ich hab den totalen Waschbrettrücken. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Läuft sicher prima mit eurer Quest, oder? Ja. Ich hab den totalen Waschbrettrücken. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Nee, können wir uns halt echt nicht. Du! So, womit fangen wir an? Den könnte ich den ganzen Tag reden. Wir fangen damit an, dass es vorbei ist. Was? Was? Das ist ja krass. Na gut, dann ist es vorbei. Wir lösen weder die Fragen wahrer Geekigkeit, noch trauen wir uns schon in den Wald, noch werden wir dafür sorgen, dass das brave Mägdelein eine Rüstung für den Leibesumfang erhält. Das machen wir alles nächste Folge. Vielleicht nicht alles, mal gucken, was wir alles schaffen. Aber wir gehen das auf jeden Fall an. Bis dahin, tschüssi, tschüss. Tschüss. Ciao. Oh.